Vielleicht habt ihr, vielleicht haben Sie jetzt gerade gedacht, da ist irgendwas kaputt an Ihrem Computer oder an Ihrem Fernseher. Nein, ist es nicht. Es ist einfach heute hier alles ein bisschen langsamer als sonst. Und das hat auch seinen Grund. Eine Pfarrerin aus Hildesheim hat vor einigen Tagen ein Foto ins Internet gestellt mit mehreren solchen Schildkröten auf einem Bürgersteig. Und darunter hatte sie einen Zettel gelegt, auf dem stand: 1839 war es elegant, beim Promenieren eine Schildkröte mit sich zu führen. Mit einer Schildkröte spazieren zu gehen, bringt Langsamkeit und Würde mit sich. Die Pfarrerin hat dazu aufgerufen, sich eine der Schildkröten mitzunehmen und das mal auszuprobieren. So langsam durch die Welt zu gehen, als führe man eine Schildkröte neben sich her. Denn das macht etwas mit der Welt und mit einem selber, wenn man so langsam durch sie geht. Wer in Gedanken immer eine Schildkröte dabei hat, der geht langsamer. Jesus hat uns gezeigt, wie das geht. Die Schildkrötentechnik. Das ist die Kunst, sich nicht hetzen oder antreiben zu lassen, sondern mit Langsamkeit und mit Bedacht zu reagieren. Einmal, da brachte eine große Menge von Männern, Pharisäer und Schriftgelehrte, eine Frau zu Jesus, die gerade auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden war. Nach dem Gesetz des Mose hatte sie den Tod durch Steinigung verdient. Ich stelle mir vor, wie es laut wurde, wie sie alle mit Fingern auf die Frau gezeigt haben, wie sich die Stimmen übertönt haben, die Stimmen der moralischen Überlegenheit und der Rechthaberei. Und mitten in diesem Getobe Jesus. Sie hatten die Frau zu ihm gebracht, um ihn zu testen. Würde er sich auf die Seite des Gesetzes stellen oder dagegen? Mitten in dieser aufgeheizten Stimmung stand Jesus genauso auf dem Präsentierteller wie die Frau. Und wenn das ein Film wäre, dann würde jetzt die Schildkröte durchs Bild laufen. Jesus lässt sich nicht hetzen. Er kniet nieder und schreibt in den Sand. Er verlangsamt die Situation. Er nimmt sich selbst die Zeit, um nachzudenken und seine eigene Position zu finden. Er verbindet sich mit seiner Weisheit. Er steht auf und erst dann handelt er. Und er handelt weise. Er setzt das Gesetz nicht außer Kraft und stellt sich doch auf die Seite der Frau. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie, sagt er. Einer nach dem anderen lassen sie die Steine fallen. Die Älteren zuerst, die mit der Lebenserfahrung, und dann die Jüngeren. Einer nach dem anderen verlassen sie den Platz, und es bleiben nur noch sie beide zurück. Die Erbarmungswürdige und das Erbarmen. Jesus und die Ehebrecherin. Und unsichtbar im Bild die Schildkröte. Hat dich denn keiner verdammt? Fragt Jesus. Nein, Herr, sagt die Frau. Dann verdamme ich dich auch nicht. Geh und sündige hinfort nicht mehr. Weil Jesus das so gut konnte mit der Langsamkeit, hat einer das Gebet Jesu, das Vaterunser, umgeschrieben in ein Gebet der Langsamkeit. Jesus hätte das gut auch so beten können in diesem Moment, bevor er oder als er in den Sand schreibt. Wir können es heute auch beten, nicht immer, aber vielleicht heute, wenn es um die Schildkröte geht. Ich bete es für und mit euch. Unser Du, langsam in den Himmeln, geheiligt
werde deine Geduld. Dein sanftes Schweben komme zu uns. Dein abwartender Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unsere tägliche Gelassenheit gib uns heute und vergib uns unsere Unruhe, wie auch wir vergeben unseren Treibern. Und führe uns nicht in die Geschwindigkeit, sondern erlöse uns von dem Lärm. Und der lange Atem und das Aufbrechen seien bei uns in Ewigkeit. Amen. Und nun empfangt den Segen Gottes. Gott segne dich mit Langsamkeit, dass du schmeckst und riechst und hörst und spürst und siehst, wie viel Schönes dich umgibt. Gott segne dich mit Langsamkeit, dass du das Leben in dir pulsieren fühlst, dass dir die Libelle am Teich auffällt und die Schnecke am Weg. Gott segne dich mit Langsamkeit, dass dir das Fehlen auffällt und du es mit Freundlichkeit füllst, dass du nie sagen musst, das habe ich nicht gewusst. Gott segne dich mit Langsamkeit, dass du bist. Amen. Bleib behütet, bis bald.